Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Atas und Michael Burgstaller, der Deutschland-Experte für die Plattform. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr wieder zusammen Webinare machen hier bei FX Flat. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass Sie wieder Interesse für das Thema haben und hier live dabei sind. Mein Name ist Herr Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ja, jetzt habe ich gar nicht gesagt, Sie können es lesen, aber ich sage es nochmal, welches Thema wir heute haben. Orderflow und Volumenindikatoren leicht erklärt. Ich freue mich schon drauf, weil das auch etwas ist, was bei uns im Support entsprechend auch nachgefragt wird. Von daher haben wir das dann hier sehr schön auf der Aufzeichnung später. Aber bevor wir tatsächlich anfangen, wie immer, der Risikohinweis. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch, wie immer, Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es heute weniger um das Trading an sich geht. Aber nichtsdestotrotz, das soll einfach nur einen Schulungscharakter haben. Gut, Michael, dann habe ich jetzt genug geredet. Die sind ja alle deinetwegen hier und ich übertrage jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Kannst ja kurz sagen, ob du auch das Fragefenster siehst. Sollte funktionieren. Sehr gut. Kann man mich sehen und hören? Ganz wichtig. Wir sehen den Bildschirm und wir hören dich gut. Sehr gut. Dann wünsche ich euch einmal viel Spaß beim heutigen kleinen Webinar. Wir werden es heute ein bisschen sanfter angehen, nachdem die letzten zwei Webinare dann doch sehr viel Input waren. Ihr könnt diese Webinare übrigens alle anschauen auf YouTube. Ich glaube, FX Flat lädt da alle Webinare hoch. Und ja, das ist natürlich immer von Vorteil, weil da ist alles gesammelt. Da könnt ihr euch das Ganze dann im Nachhinein anschauen. Und es baut auch ein bisschen drauf auf, also der eine oder andere Indikator, der wurde in den vorigen Webinaren schon besser erklärt, sowie den Cluster Search, den werden wir heute hier nicht angehen, weil der füllt eigentlich ein ganzes Webinar. Und den einen oder anderen habt ihr im vorigen Webinar schon gesehen, aber ich werde da nochmal drüber schweifen heute, weil eben das Thema ist Indikatoren. Wir haben durchgemacht Volumenprofile, wir haben das Value haben wir besprochen, wir haben die Markttiefe besprochen in den folgenden Webinaren und heute zum Drüberstreuen schauen wir uns einmal ein paar Standardindikatoren an, die eben Atas liefert und was man mit denen so machen kann. Gut, vorab, ihr solltet mittlerweile alle in eurer Plattform den Quick Start Button haben und in dieser Sektion, wie gesagt, sind einige Templates vorbereitet, die könnt ihr öffnen hier drinnen, was Charts, Smart Home, Smart Tape und Education betrifft. Im Education habt ihr ziemlich alles in verschriftlichter Form, was auch hier erklärt wird, also zum Nachlesen. Da gibt es eben Strategien, da gibt es Indikatoreneinstellungen und so weiter und so fort. Wird in Kürze auch erweitert auf Webinare, damit wir das auch alles haben. Gut. Zum Thema Indikatoren, ich möchte auch für alle anderen, die neu hier sind, mit Dingen beginnen, die essentiell sind. Und es gibt natürlich einige hier, die kennen sich schon richtig gut aus und sind auch schon länger dabei, aber es gibt auch immer wieder neue Gesichter und es macht absolut Sinn, auch diese Sachen unseren Neulingen zu zeigen und zu erklären. Ja, also fangen wir an. Den ersten Indikator, den wir uns heute anschauen, das ist ein ganz simpler. Das ist Death of Market. Das heißt, euch wird hier an der rechten Seite die Markttiefe abgetragen. In dem Falle hier der S&P 500. Und wir sehen hier eben auf jedem Preislevel, wie viele Limit Orders liegen. Ja, das ist für die Analyse recht wichtig, vor allem für den kurzfristigeren Handel, damit man weiß, wie viel Liquidität liegt im Markt. Und ihr seht hier eben auf der Bid- und auf der Ask-Seite, auf der Kauf- und Verkaufsseite, die Limit Order liegen, die eben durch Market Order hier eben abgeholt bzw. gefilt werden. Ja, und so bewegt sich der Markt. Wir haben auf einer Seite eben die Limit Order im Markt liegen und auf der anderen Seite haben wir die aktiven Händler, sagen wir es mal so, die eben mit Market Orders Long und Short gehen und die holen eben diese Limit Orders auf dieser Seite ab.
Der Indikator kann ein bisschen mehr als wie nur die Markttiefe darzustellen. Ich hoffe, das funktioniert in meiner Alpha-Version wieder einwandfrei. Wir haben hier einige Optionen. Wir streifen nur drüber über die ganzen Sachen. Man kann das ganze Histogramm auf der rechten Seite eben als Levels zeigen. Man kann das Ganze kumulativ zeigen und man kann das beides haben. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, die Größen, die Proportionen einzustellen oder auch eben die Farben. Das ist in Atlas, die meisten wissen es, es ist frei definierbar und frei konfigurierbar, wie man das haben möchte. Je nachdem, manche haben auch Rot-Grün-Schwäche, da ist der ganze Chart eben nicht rot-grün aufgebaut. Das kann man da alles machen. Was man hier noch hat, man hat hier unten die kumulativen Werte auf der rechten Seite und die zeigen euch an, wie viel Gesamt drinnen liegt im Buch. Ja, das ist aber abhängig, wie viele Levels, dass man sich anzeigen lässt. Dann hat man eben die Gegenüberstellung, insgesamt sind so viel auf der Bid und so viel auf der Ask-Seite. Ist eher was heutzutage, also meiner Meinung nach, nicht mehr sehr oft verwendet wird. Ja, das Feature gibt's, wir haben es, aber ich persönlich verwende es auch nicht. Was aber wichtig ist und was man sehr wohl verwenden kann, ist eben dieser Filter. Atlas lebt von Filtern. Und nachdem wir ja meistens bestimmte Größen suchen, um dann zu agieren, kann man das genauso hier eben in der Markttiefe, in diesem Indikator machen. Und man kann zum Beispiel sagen, ich gebe da jetzt mal 200 ein, ne, und sage, das 200 sollte jetzt rot sein. Und dann sehen wir sofort in der Markttiefe, auf welchen Preislevels liegen es 200. Hier sind jetzt 200 drin. Ne. Die sind gerade frisch reinkommen. Das heißt, man kann das filtern und man kann sich anzeigen lassen, optisch sofort anzeigen lassen, ob irgendwo mehr als wie sonst drinnen liegen. 200 ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es kommt ja wohl vor, dass im S&P 500 3, 4, 500 und mehr drinnen liegen. Und dann kann man sich eben so diese Filter richten, damit man das eben schnell im Auge hat. Ja, also das menschliche Hirn reagiert einfach viel schneller auf sowas und man kann unmöglich alle Zahlen immer im Kopf und im Blick haben, was das betrifft. Und um sich das eben zu erleichtern und um besser arbeiten zu können und schneller arbeiten zu können, gibt es eben diese Filteroption. Man kann mehrere Filter setzen, kommt eben ganz darauf an, was man verwendet. Und vor allem für einen kurzfristigen Bereich, ich rede jetzt von ein paar Minuten Trades oder vom Scalpen her, macht das Sinn. Alles, was langfristig ist, längerfristig, umso unwichtiger wird die Markttiefe in dem Falle. Ja, man kann natürlich also ganz schauen, zu welcher Jahreszeit, wie liquide der Markt ist. Ich habe es im vorigen Webinar schon gesagt, das, was der S&P 500 zurzeit liefert an Markttiefe oder Liquidität, ist ein Witz. Ja, vor Corona haben wir da im Schnitt 500, 600, 700 drinnen gehabt auf jedem Preislevel. Und ihr seht eh die letzte Zeit, was da los ist. Und kein Mensch weiß, wo die Liquidität hin ist in Wirklichkeit. Gut, ja, da sind schon 265. Das hat man dann relativ schnell eben im Blick, dass eben unten mehr gestützt wird wie oben. Und dann sieht man diese Level schnell. Ich würde mir auch wünschen, wenn ihr Fragen habt, klopft die bitte rein in das System und ich versuche, alle Fragen so gut es mir möglich ist zu beantworten. In Atlas gibt es mittlerweile, ich glaube, 400 oder 500 Indikatoren. Ich selbst weiß auch nicht von jedem Indikator die Berechnungsformel. Ja, und wie die funktionieren, das ist mittlerweile einfach unmöglich geworden, weil es einfach schier die Menge so groß wird. Also wie gesagt, also an jeden Indikator kann ich nicht erklären, aber wie gesagt, ich versuche mein Bestes. Der Dieter fragt, wann man das Quick Start auf Windows 11 benutzen kann. Was der Dieter hier anspricht, für alle Windows 11 Nutzer, wenn man Windows 11 hat und auf den Quick Start Button geht und hier auf Öffnen drückt, erscheint eine Fehlermeldung. Das ist schon reported worden, die Entwickler sind dabei, dies zu beheben. Ja, das ist ein Windows 11 Problem und da müssen wir drum herum programmieren, dass das auch auf Windows 11 funktioniert. Gut, das war, wie gesagt, der erste einfache Indikator, Death of Market. Noch ein einfacherer Indikator ist das Delta. Was das Delta ist, haben wir auch schon ein Webinar durchgemacht. Der Delta-Indikator zeigt einfach an, den Netto-Differenz zwischen Bid und Ask. Das heißt, wir sehen hier, in welcher Bar im Prinzip mehr in welche Richtung Market gehandelt worden ist.
Das heißt, wir sehen sofort, dass hier im Prinzip ein Delta von 4623 auf dieser Candle, da wissen wir, es sind 4623 mehr Short-Kontrakte gehandelt worden, Market aufpassen, ja, als wie long. Und das Delta zeigt uns eben dieses genau an. Das zeigt uns an, wie die Marktteilnehmer, die unruhigen oder die aktiven oder die ungeduldigen Marktteilnehmer, die im Market handeln, wie diese reagieren, ob die eben mehr Short oder Long handeln, auf die Bar aufgerechnet, also auf die Kerze. Das sehen wir hier. Was wir beim Delta-Indikator haben hier, gebt mir eine Sekunde, das ist, wir können diesen natürlich auch filtern. Ja, es ist absolut unwichtig, wenn wer drei Kontrakte mehr Long oder Short handelt. In diesem Fall, bei diesem Indikator. Ja, es geht auch wieder ums Volumen. Es geht wieder eher um die Masse. Wo läuft die Masse hin? Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können eben Filter setzen. Ja, wir können diese Filter mit Alarmen vergeben. Das heißt, Atlas benachrichtigt uns, wenn eine gewisse Anzahl erreicht worden ist. Visuell kann man das umstellen auf Candles, High, Low, auf Histogramm, auf Bars, ja, Histogramm und Minimize Mode ist das, was ich gern verwende. Das schaut dann eben aus wie das Volumen. Das sieht man dann halt in Relation, wo viel in welche Richtung gehandelt worden ist. Man kann das dann noch weiterspinnen und sagen, ich möchte bitte nur haben bullische Kerzen. Ja, und da fällt uns gleich was auf. Wir haben hier bullische Kerze, aber negatives Delta. Ja, das schauen wir uns dann gleich an. Man kann sagen, ich möchte nur die bärischen Kerzen sehen. Aber noch schöner ist, wenn ich sage, ich möchte die bullischen Kerzen sehen, also positive Kerzen und negatives Delta. Dann habe ich im Prinzip wieder meine Auswertung von Kerzen, wo mehr in eine Richtung gehandelt worden ist, aber die Kerze eine andere war. Ja. Diese ist in dem Fall nicht ausschlaggebend. Warum ist diese Kerze nicht ausschlaggebend? Die sagt uns gar nichts, weil wir hier einen Kerzenkörper haben, ob der bullisch oder bärisch ist, der ist neutral. Ja, das ist für nichts. Hier ist es schon interessanter. Ja, hier sehen wir im Prinzip, dass hier extrem short gehandelt worden ist. Extrem 282 mehr short. Lang und die Kerze trotzdem positiv geschlossen hat. Mit ihr will ich finden, ob irgendwo absorbiert worden ist. Ja, das heißt, der Kurs läuft wohin, wir sind irgendwo am Hoch, es wird extrem viel gekauft, aber wir haben eine negative Kerze. Dann wissen wir im Nachhinein sofort, hoppala, was ist da passiert? Da kann sein, dass Limit Orders im Weg gestanden sind und da rein absorbiert worden ist. Ja. Also so Sachen kann man sich anschauen mit dem Delta. Und wie gesagt, man kann sich natürlich die Zahlen direkt anzeigen lassen, auch in diesen Indikator. Und ganz wichtig ist eben, dass man hier eine Filterung vornehmen kann. Ja. Man kann sich mit diesem Indikator auch im Prinzip einen Divergenzindikator bauen. Das schaut dann so aus, man macht einen zweiten Delta-Indikator dazu. Man schaut, dass die gleich eingestellt sind. Ja. Machen wir mal Histogramm und so. Und den einen sagen wir wollen bullische Kerzen, den einen sagen wir wollen bärische Kerzen. Die bullischen Kerzen möchte ich haben mit negativem Delta und die bärischen Kerzen möchte ich haben mit positivem Delta. Und somit sehe ich eigentlich nur Kerzen, wo das Delta mit dem Preis eigentlich divergiert, das heißt, wo es nicht zusammenpasst. Ja. Und hier hätten wir dann zwei Indikatoren und man kann im Prinzip sagen, in Atlas, das ist Panel 2 definiert, das ist Panel 1 definiert und ich schmeiße jetzt einfach den Zweier in den Einser und dann haben wir im Prinzip jetzt einen neuen Indikator geschaffen, der was uns jetzt im Prinzip nur Delta-Divergenzen raussucht. Und man kann das natürlich weiterspinnen auch noch in dem Fall. Delta-Divergenzen, wo zwei, ja, oder wo man irgendwo 12 Kontrakte am S&P 500 haben, das ist alles irrelevant. Man kann dann im Endeffekt auch noch hergehen und das Ganze mit einem Filter versehen und sagen, hörst du, 2, 5, das ist alles lachhaft, ja, je nach Markt, aber wir filtern das jetzt ganz normal. Und wo nicht mehr wie 100 Unterschied ist, zeigt mir gar nicht an. Und dann habe ich eben historisch gesehen, sehe ich dann schon sehr wohl, wo die Divergenzen vorgekommen sind. Ne? Und dann kann man sich das anschauen. Und kann man natürlich gewisse Strategien daraus bauen oder zu einer bestehenden Strategie natürlich hinzufügen.
Der Philipp fragt, wann kommt die Möglichkeit, die Bubbles der ausgeführten Trades in der Heatmap anzuzeigen? Ich werde diesen Indikator heute auch noch zeigen. Er ist, glaube ich, schon in der Beta-Version, sollte es mich nicht täuschen. Der Indikator ist noch nicht fertig, aber kommen wir später dazu, den schauen wir uns an. Ja. Also das wäre es jetzt zum Delta. Ja. Einige kennen das gar nicht, deswegen habe ich es jetzt nochmal angesprochen. Delta ist nicht unwichtig. Dann haben wir eben für die ganze Volumen- und Orderflow-Analyse diesen Indikator. Der nennt sich Cluster-Statistik. Was macht der Cluster-Statistik? Der gibt mir pro Candle oder Bar, gibt mir dieser Indikator Informationen. Ja, jetzt gehen wir da mal rauf, eine Stundenkerze. Der gibt mir Informationen pro Candle und Bar. Und welche Informationen sind das? Gibt es wieder diese Indikator-Settings? Ich blende jetzt einfach mal alles ein, was er kann, damit wir uns das anschauen können. So. Und somit habe ich, man wird nie alles brauchen. Ja. Aber ich habe hier aufgeführt Daten von dieser Candle. Ob das jetzt eine Stundenkerze ist oder eine Minutenkerze, ist irrelevant erstmal. Ja. Wir haben Informationen, da haben wir in dieser Kerze gehabt. Wir haben auch Informationen, wie viel am Bid und am Ask gehandelt worden ist. Wir haben das Verhältnis. Wir haben Delta, da kommen wir mal später dazu. Wir haben das Max-Delta und das Min-Delta, weil eine Kerze, wenn sie sie bildet, hat ja gewisse Werte und erst am Schlusskurs haben wir im Prinzip die ganze Statistik von dieser Kerze. Wir haben den Delta-Change-Kerze, wir haben das Gesamtvolumen, wir haben den Volumendurchsatz pro Sekunde. Das macht bei kleineren Timeframes Sinn, wenn man sagen muss, man möchte einen gewissen Volumendurchsatz haben, wenn man seine Strategie handelt, kann man sich das da anschauen. Ja, das Session-Volumen haben wir, das heißt vor der gesamten Session, das wird aufkumuliert, wie viele Trades sich in dieser Kerze, also wie viele Trades hier ausgeführt worden sind in dieser Kerze. Die Höhe haben wir, die Zeit, es ist in dem Fall auch irrelevant, und wie lang die Kerze gedauert hat, ja, in Sekunden. Und so weiter und so fort. Und ja, das ist eben der Indikator für die Statistik. Da kann man sich eben das, was man braucht, das Relevante rauspicken und das andere ausblenden. Da hat man alle Kennzahlen im Prinzip der Kerze. Man kann natürlich hier auch wieder sämtliche Textfarben, Hintergrundfarben und so weiter ändern. Ja, sogar die Schriftfarbe. Die Proportion kann man ändern, wie man es halt haben möchte. Ja, man kann die Headers ausblenden, man kann das zentrieren. Man kann auch Volumen setzen hier. Und ja, das wäre es halt für diesen Cluster-Statistik-Indikator. Wir haben ziemlich alles, was relevant ist, in diesem Statistik-Indikator drinnen. Wenn ihr Ideen habt oder irgendwas, was fehlt, schreibt es mir, dann schauen wir uns das an. Ja. Ich hoffe, die meisten von euch haben das schon. Ich glaube, das ist schon per Update draußen. Ihr könnt jetzt alle Indikatoren ausblenden, direkt hier bearbeiten, minimieren und schließen. Das gleiche gilt auch für Indikatoren, die so wie der nächste am Chart sind. Dann kann man hier runterklappen, editieren, löschen, ausblenden. Ja, das ist neu. Gibt es Fragen dazu? Bitte gerne, bitte gerne. Guten Abend. Alle drei beantwortet. Sehr gut, dann springen wir weiter. Was haben wir hier noch? Jetzt werden manche meinen, oh Gott, Volumen. Kennt ja jeder. Die meisten kennen es, aber es gibt doch Leute, die kennen es nicht. Hier haben wir den normalen Volumenindikator. Der zeigt dir im Prinzip pro Kerze, wie viel Volumen gehandelt worden ist, und die Richtung und auch den numerischen Wert. Aber auch hier gibt es sehr viele Leute, die sagen, sie handeln erst dann, wenn ein gewisses Volumen am Markt ist. Und auch hier haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass du im Volumenindikator hergehen kannst, erstens einen Filter zu setzen und Alarme zu setzen. Wir setzen jetzt mal einen Filter und sagen, in dem Fall ab 10.000. Ja, hier ist es ja relativ logisch. Wir haben eine voramerikanische Session und eine Army-Session. Ne? Und natürlich gibt es dann ein Volumen, ein gewisses Volumen, das was dann in den Markt kommt, was am Vormittag nicht der Fall ist. Ja. Und man kann sich aber hier im Prinzip, jetzt sind wir schon auf 25.000 Kontrakte per Kerze, weil wir, das ist im M5, ja, das ist eh schon recht was.
Jetzt haben wir hier 35, jetzt machen wir 30.000 und das Ganze machen wir von der Farbe her noch von mir aus gelb, damit man es schön sehen kann. Und voilà, wir haben im Prinzip jetzt definiert, wir sehen nur die Kerzen oder die Zeiten oder wir sehen halt, wann der Markt gewisse Umsätze dreht, wann ein gewisses Volumen am Markt ist. Und hier haben wir noch eine Linie, die haben sie neu eingefügt, das ist eben das Highest Volume. Ja, da wird im Prinzip nachgetragen auf eine gewisse Anzahl von Kerzen, was das höchste Volumen war. Ja. Man kann auch hier, das können wir auch schnell machen, manche möchten das haben, die möchten im Prinzip eine EMA, einen gleitenden Durchschnitt am Volumen haben. Ja, das ist auch möglich. Ja. Und dann schmeißen wir das wieder in das Panel rein und als Source nehmen wir das Volumen und somit haben wir im Prinzip den EMA am Volumen, haben wir einen gleitenden Durchschnitt am Volumen. Also das ist alles möglich, man braucht nur eben das Panel vom Chart in den unteren Bereich wechseln und dann haben wir den Indikator hier unten drinnen. Was die Kollegen auch neu eingefügt haben in die Plattform vor kurzem, ist die Möglichkeit, Indikatoren auf gewisse Sachen rechnen zu lassen. Es gibt hier neue Geschichten, also nicht nur Open, High, Low, Close und Volumen. Es gibt High, Low durch 2, es gibt High, Low, Close durch 3 und so weiter und so fort. Da kann man die Berechnungsmodi, auf welchen Kurs die Indikatoren rechnen, kann man hier ändern. Ja, das war ein Kundenwunsch. Das war's. Das ist ein ganz normaler Volumenindikator, wo man eben auch einfügen kann, auf der Bar hier, wie viel Volumen gedreht worden ist. Einfache Sache, ja. Meisten kennen es schon. Gut, dann haben wir hier noch das kumulative Delta. Das ist im Prinzip analog zum, wo haben wir es, das Delta, was wir am Anfang besprochen haben. Nur wird hier eben der Delta-Wert aufkumuliert. Das heißt, wir haben hier eine Nulllinie, ja, und dieses fängt bei der Session an. Und dann sehen wir, ob mehr netto mehr im Prinzip verkauft oder gekauft wird über den Tag anhand des Delta. Das heißt, der Delta-Wert wird immer aufaddiert oder subtrahiert, wenn es ein Minus-Delta ist und man erhält dann im Prinzip einen Kumulativ-Delta-Chart hier unten, der sich eben meistens gleich verhält wie der Preisverlauf. Interessant wird es nur, wenn das Delta divergiert. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel im Delta neue Hochs mache und die sind aber im Preischart nicht vorhanden und ich habe eine Divergenz, dann so wie hier, ne, das steigt, hier fällt man, dann ist das interessant, dann kann man sich das anschauen. Und da gibt es auch gewisse Strategien da draußen, die gelehrt werden, die was eben auf das kumulative Delta abzielen. Ja, viel mehr kann ich da zu dem Indikator nicht sagen, der trägt halt das Delta ab und man sieht das. Dieser Indikator, der wird sehr viel verwendet von unseren Kunden, das ist der Dynamic Levels Indikator. Was macht er? Ihr kennt oder die meisten von euch kennen im Prinzip ein Volumenprofil des Tages, ja, zum Beispiel. Was macht dieser Dynamic Levels Indikator? Der macht nichts anderes, der schreibt euch das Volumenprofil ständig mit. Das heißt, ich weiß hier zu jeder Zeit, wo war denn die Value Area High, die Value Area Low und der Bock. Und der Indikator schreibt diese Bewegung mit, das Volumenprofil. Ich zeichne hier mal ein solches ein. Wenn ich das von hier wegnehme und der Kurs läuft über den Tag und so weiter und so fort, ihr seht, dass sich die Value Area und der POC ständig bewegen. Ihr seht das nicht gut. In dem Fall werden wir das jetzt einfach kurz umstellen und die Value Area noch ein bisschen anders einzeichnen für euch, damit wir das haben. Die Value Area mache ich jetzt gelb und nichts Text von gelb und den POC mache ich euch geschwind jetzt mal rot, dass ihr das da drinnen seht. So, ihr seht jetzt, wenn ich simuliere jetzt kurz mal den Kursverlauf von hier weg, wenn der Kurs verläuft, ihr seht, dass der POC und die Value Area sich bewegen, natürlich. Ja, das Profil bleibt nicht den ganzen Tag gleich. Und was dieser Indikator hier macht, der Dynamic Levels, der schreibt euch mit, wie sich die Value Area bewegt hat und wie sich der POC bewegt. Ja, springt der POC ständig nach oben, sprich heißt die Value geht nach oben, der Wert des Instruments geht nach oben. Das haben wir uns voriges Webinar mit dieser Value eh schon einigermaßen gut angeschaut. Und der schreibt das eben mit. Ja, da sieht man eben, dass der Kurs hier aus der Value Area Low rausbricht. Natürlich geht die Value Area mit runter mit der Zeit.
Der Bock steht nach oben und mit diesem Indikator kann man sich das gut anschauen, eben auf Tagesbasis, auf Wochenbasis, auf Monatsbasis und so weiter und so fort. Hier hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, wie in allen Indikatoren, hunderttausende Einstellungen zu treffen, Filter zu setzen, die Periode einzustellen, das Volume anzuzeigen, ja, wie viel hier drinnen war, Alarme zu setzen, das Ganze auszublenden, wenn man sagen, man möchte jetzt nur den POC sehen, wie er sich verändert hat, oder man möchte nur die Value Area sehen und natürlich farblich anpassen, wie es einem halt gefällt. Das zum Thema Dynamic Levels Indikator. Es ist eigentlich ein relativ netter Indikator, muss ich sagen. Weil im Nachhinein, wenn man einen Chart hat und da hat man das Volume Profile offen vom Tag zum Beispiel, im Nachhinein sieht man halt, ja, das Volumenprofil hat sich geändert und das macht es halt dann doch sichtbar, wie sich es geändert hat, das Volumenprofil. Gibt es Fragen bis dato? Die habe ich beantwortet. Die auch und moin, die auch. Gut, dann gehen wir weiter im Programm. Was haben wir hier? Den haben wir schon einmal durchgemacht und ich möchte nicht müde werden, ihn noch einmal zu zeigen. Dieser Indikator heißt Multi-Market Power. Für diesen Indikator, einige kennen ihn, verwenden ihn auch mittlerweile. Ich schnapp mir nur schnell ein Hauptmenü und zur Erklärung ein Smart Tape des S&P 500 dazu. Gut. Was macht dieser Indikator? Wir haben hier einen Indikator, den ich so weit definieren kann. Ich habe hier 5 oder 6 Filtermöglichkeiten. Wir machen es jetzt der Einfachheit halber so, dass ich nur 2 Filter einschalte. Den Rest schalten wir aus. Den Rest schalten wir aus, weil sonst wird es zu kompliziert. So, ich habe hier 2 Filter gesetzt. Und ich habe hier ein Tape laufen. Das werden wir auch noch einstellen, damit wir das ganz einfach sehen, um was es hier geht. Das braucht man nicht, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Das brauchen wir auch alles nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen die Zeit, den Preis und das Volumen. So, im Tape setze ich jetzt im Prinzip alles, was Market am S&P 500 jetzt im Moment, wir sind hier live, umgesetzt wird. Das heißt, drückt einer kaufen oder verkaufen, haben wir den Print im Tape. Das heißt, das Tape ist im Prinzip fast die ultimative Wahrheit. Da sehen wir alles, was passiert. Das heißt, alles, was hier Kursbewegung ist, ist das Tape, was das verursacht. Was Multi-Market Power kann, ist jetzt, ich kann mir sagen, ich möchte 2 Filter setzen. Den ersten Filter setzen wir von 0 bis 5 Kontrakten, also sagen wir jetzt einmal ganz grob Retailer. Und den zweiten Filter setzen wir jetzt ganz frech von 20 bis 999 Kontrakte. Das sind dann schon die, was ein bisschen mehr Schotter haben. Ja. Was macht dieser Indikator jetzt? Der schreibt euch im Prinzip pro Candle mit, wie das Verhältnis ist. Der schreibt euch mit, ob die großen Händler jetzt kaufen oder die kleinen Händler mehr abverkaufen. Ja, also da kann man ganz genau sehen, man kann sich den Markt oder das Tape im Prinzip in verschiedene Parteien splitten und kann man eben schauen, wie diese Größen durch das Tape durchlaufen und kann sich das hier grafisch im Prinzip anschaulich machen. Ja, und wenn wir hier reinschauen, jetzt haben wir da so eine schöne Abwärtsbewegung gehabt heute. Rot sind 20 bis 999 Kontrakte, die haben wir gescheit abverkauft. Wobei die kleinen 0 bis 5 Kontrakte, die haben hier noch rein gekauft vor dem Abverkauf, ja, und haben hier nur ganz leicht abverkauft. Und wir haben hier im Indikator auch eine Linie, das ist die Nulllinie hier. Mehr oder minder. Gehen wir da nochmal rein und stellen das auf 0. So, das ist die Nulllinie. Das heißt, es sind eigentlich beide Parteien jetzt netto short mit dem Markt. Ja, also nichts Besonderes. Interessant wird das Ganze nur, wenn kleine Parteien zum Beispiel anfangen wild zu kaufen und große Parteien anfangen wild zu verkaufen. Ja, also solche Divergenzen sind dann relativ interessant, über den Tag auch zu schauen. Ja. Man sieht hier auch schön, dass um 3.40 Uhr bei diesem Spike, den es hier gegeben hat, dass hier die Großen eben massiv gekauft haben, aber die Kleinen verkauft haben. Ja, also das ist eine Interpretation, was man dann mit diesen Informationen macht, aber es ist relativ schön anzuschauen. Also ich verwende das selber gern in Kombination mit auch einem gesplitteten Tape.
Ja, ich splitte auch das Tape und filtere drei verschiedene Tapes und sehe hier auch in der Historie, wie diese drei Parteien im Prinzip den Markt bewegt haben. Also wer vor allem den Markt bewegt, sind es die Großen, sind es die Kleinen, wer ist inaktiv, wer macht gar nichts. Das ist das, was man sich so eben anschauen kann mit diesem Indikator. Und du hast halt die Möglichkeit, eben bis zu fünf verschiedene, was in meiner Meinung nach eh schon viel zu viel ist, du kannst fünf verschiedene Filter setzen. Das heißt, du könntest den Markt in fünf verschiedene Parteien einteilen. Ja, du kannst hier noch sagen, okay, das ist 0 bis 5, machen wir das mal 2 bis 5 und dann schauen wir uns ultimativ mit Grün noch an, wer nur mit einem Kontrakt handelt, was ja eigentlich die Masse der Retail-Händler ist. Ne? Und da sieht man, dass die Masse der Retail-Händler genauso mit diesem einen Kontrakt in der Abwärtsbewegung mitgegangen sind. Ne? Wobei hier bei dieser Stabilisierung die größeren wieder eher mehr aufgelöst haben. Ja, das ist bei den Kleinen nicht passiert. Also so da kann man sich spielen damit. Das ist wie ein so ähnlich wie ein COT-Report, nur eben auf Intraday und auf Stape abgemünzt. Da kann man sich das eben anschauen. Sehr gutes Ding. Also meiner Meinung nach eines sehr guter Indikator. Hier haben wir das Simpelste vom Simpelsten in Atlas. Ihr seht hier zum Beispiel links oben das neue Feature, die ganzen Indikatoren, ob es jetzt 5 oder 6 sind, ist egal. Hier ist einer drinnen, eben dieser Indikator. Ich kann den ausblenden, ich kann den schließen und bearbeiten. Dieser Indikator heißt Maximum Levels und das soll euch im Prinzip nur Folgendes helfen, dass ihr im Prinzip die POCs, also die Point of Controls, die Maximum Levels gewisser Zeiteinheiten sofort im Blick habt, ohne dass ihr 100.000 Indikatoren und Profile laden müsst. Ja, ihr könnt euch im Prinzip diesen Maximum Levels Indikator so oft reinholen, wie ihr möchtet. Ja, und dann geht's hierher und sagt, okay, gestriger Tag, letzte Woche, Kontraktvolumen und so weiter und so fort. Ihr könnt das natürlich dann auch einstellen und kann euch auch Prinzip breiter machen, länger machen, dann können wir diesen letzten Tag zum Beispiel gelb machen, dann machen wir den 20 dick, dann haben wir das alles und dann haben wir noch den aktuellen Tag, den machen wir jetzt auch geschwind einmal rot. Gut, und dann habt ihr sofort sichtbar Kontraktmaximumvolumen, Tagesvolumen, letzten Tagesvolumen, letzten Wochenvolumen, das heißt, wir sind jetzt unterwegs vom Volumen, von dem ganzen Volumen, vom gestrigen Tag, vom heutigen Tag, von der letzten Woche unterwegs Richtung anderer Value-Zone. Das heißt, wir verlassen im Prinzip jetzt im Moment, wenn das so bleibt, diese Value, dieses ganze angestaute Volumen da oben, ja, und marschieren in eine andere Richtung. Man könnte auch noch schauen, Wochenvolumen, ob da eine andere Box dazwischen liegen, um die nächste Station zu sehen. Also wir gehen Richtung Kontraktvolumen in Wirklichkeit, ja, in dem Moment. Und das kann man sich eben irrsinnig schnell mit ein paar Klicks sofort sichtbar machen, ja, für alle Märkte. Das heißt, wenn ich das umschalte, im Prinzip auf den FDAX, gehen wir mal einen Sprung auf den FDAX, schauen wir, wie das dort ausschaut. Da haben wir im Prinzip auch, korrelieren ja alle das gleiche Phänomen, aber da ist das letzte Wochenvolumen da unten zum Beispiel. Ne? Und das hat man dann relativ flotti, das Ganze. Also das ist eben Maximum Levels, ist auch ein super Indikator. Welche Version von Atlas wird aktuell als stabile Version verwendet? Ich weiß die Versionsnummer nicht. Es tut mir leid, weiß ich wirklich nicht. Ich verwende zu 99,9% Alpha. Das heißt, es ist ein Pre-Build. Ich schaue hier schon, ob es irgendwo Fehler gibt, ob es Bugs gibt und diese reporte ich sofort und bin eigentlich auf Stable, Latest und Beta gar nicht unterwegs. Aber grundsätzlich kannst du jederzeit von der Atlas Webseite Atlas runterladen und installieren. Man kann auch immer drüber installieren, es passiert nichts. Ja, eure ganzen Einstellungen und so weiter werden in Dokumente, also euer Username, Dokumente, Atlas werden abgelegt und nicht im Programmordner selbst. Das heißt, ihr könnt jederzeit von der Webseite im Prinzip Atlas runterladen und drüber installieren. Ja, eure Daten sollten eigentlich alle erhalten bleiben. Ja, und ihr könnt auch während des Logins, das heißt, wo das Login-Fenster ist, wo ihr Benutzername und Passwort eingibt, auf der rechten unteren Seite könnt ihr auch die Versionen switchen. Ja, seid aber vorsichtig, wenn ihr auf Beta zum Beispiel arbeitet, euch einen Beta-Workspace anlegt,
und dann zurück auf die Stable geht und mit diesem Workspace arbeitet, das muss nicht funktionieren. Es kann sein, dass in der Beta schon neuen Features drinnen sind, dass das noch nicht fertig ist. Da könnt ihr Probleme kriegen mit den Workspaces, muss nicht, kann aber, ist schon vorgekommen. Zurzeit ist es eher ruhig, aber man muss sich eben im Klaren sein, wenn man mit einer Beta-Version arbeitet und dann zurückgeht auf die Stable-Version, dass die Sachen, die man in der Beta gemacht oder angelegt hat, vielleicht in der Stable nicht funktionieren, weil eben da die Updates erst ausgerollt werden. Und was wir firmenpolitisch eben machen, wir haben eben intern für uns die Alpha-Version, die ist standardmäßig für die Kunden nicht freigeben. Dann, wenn das einigermaßen okay ist, dann geht es in die Beta-Version. Die könnt ihr dann das erste Mal verwenden. Dann sollte da was drin sein, kriegen wir eh sofort von den Kunden das Feedback. Wenn die Beta-Version dann einigermaßen gut läuft, ja, wenn die Bugs gefixt sind oder die neuen Indikatoren das tun, was sie tun sollten, dann geht die Beta eben zurück nach in die Latest. Und nach der Latest geht es dann in die Stable. Dann passiert Folgendes, dass eben die Stable-Version am wenigsten oft geupdatet wird, die aber dafür stable ist. Ja. Und die Beta-Version zum Beispiel am öftersten und meine Alpha-Version wird fast täglich geupdatet. So möchten wir eben vermeiden, dass Fehler oder Bugs eben zu euch treffen. Ja. Das versuchen wir halt so gut wie es geht zu vermeiden. Das programmieren Menschen und da passieren halt hin und wieder Fehler und wir möchten euch diese ersparen. Die habe dann ich hier in meiner Alpha-Version. Gut, hier sind noch Fragen. Einen kleinen Moment. Dieter, seine Frage wegen Quickstart habe ich beantwortet. Gut, das war es dann mit Dynamic Levels und den Maximum Levels. Ich hoffe, wir kommen jetzt noch nicht zu den Bubbles, aber gleich, Philipp. Ja, das haben wir gleich. Der nächste Indikator, das Tape brauchen wir in dem Fall nicht. Na, können wir für den Indikator auch drinnen lassen. Nennt sich Speed of Tape. Was macht dieser Indikator? Dieser Indikator misst je nach Einstellung und Filter, ob viel durchs Tape läuft oder nicht. Das heißt, habe ich Marktaktivität oder nicht? Der Indikator zeigt mir im Prinzip, wo viel los war. Sagen wir es jetzt mal salopp ausgedrückt. Ich zeige euch mal die Settings. Das Ding heißt Speed of Tape. Und man kann hier eben den Autofilter aktivieren. Dann rennt im Prinzip das, was der Indikator denkt, dass ein guter Wert ist, automatisch durch. Ja. Man kann eben eine Zeitfilter setzen und man kann einen Trades-Filter setzen und den Kalkulationsmodus ändern. Nur Buys, nur Sells, Delta, Dix, Volume. Und je nachdem, ob dann in dem Zeitfilter eine gewisse Anzahl erreicht wird, schlägt uns der Indikator aus. Das heißt, wir sehen dann sofort Bereiche, wo extrem viel Aktivität im Markt war. Das, was man so im Prinzip, wenn wir den Indikator jetzt einmal kurz ausblenden, was man ja so nicht sieht. Wenn man hier ein Research macht, irgendwie auf Kerzenchartbasis, man sieht zwar Kerzenformationen, man sieht zwar ja Hochs, Tiefs und so weiter und so fort, aber man sieht an den Kerzen nicht, wo ist ein Punch in den Markt gekommen? Wo ist ein Fü liquidiert worden? Wo ist ein Fü gehandelt worden? Und das sollte euch dieser Indikator eben zeigen. Ne? Die Übertreibung zum Beispiel hier. Ne? Also für das ist der Indikator gut. Natürlich, bei jedem Indikator kommt es ja auf euch drauf an, welchen Markt das ihr handelt, welchen Zeithorizont das ihr handelt. Und je nachdem müsst ihr euch dann jeden Indikator hier einstellen und natürlich Research machen. Und gucken, ob das Ganze, was ich hier eingestellt habe, ob das ja auch Sinn macht in der Historie. Ja. Das müsst ihr bei jedem Indikator natürlich einstellen. Da gibt es, weil ich oft im Support Fragen bekomme, die optimalen Settings für einen gewissen Markt, die optimalen Volumenfilter für einen gewissen Markt. Ihr dürft ja nicht vergessen, dass das Ganze hochdynamisch ist. Jetzt nehmen wir mal den S&P 500, das ist ja im Jänner was komplett anderes als wie im Sommer, wenn die Leute Urlaub sind, da passen diese Volumenfilter nicht mehr. Ja, es ist auch was komplett anderes, ob ich jetzt genau nach dem Rollen einen frischen Kontrakt habe oder ob ich Ende des Kontraktes bin, wo die Leute den Markt eher schon verlassen oder umrollen in den nächsten. Also das ist, es gibt keine ich bin glücklich Formel für gewisse Filter. Der Markt ist einfach zu dynamisch für das, meiner Meinung nach. Ja. Also es gibt selten was, das was dauerhaft irgendwie passt. Und ob das jetzt ein EA ist oder ein Indikator-Setting, man weiß dann natürlich schon mit der Zeit, zu welcher Jahreszeit ist mehr los, wann ist weniger los. Jetzt ist sowieso alles verrückt wegen Krieg und Corona war alles verrückt. Also es ändert sich ja alles ständig. Das heißt, man muss ständig immer dabei sein und schauen, ob das, was ich definiere, ja,
ob das zumindest in den letzten 2 Wochen funktioniert hat oder 3 Wochen. Das muss man sich anschauen. Ja. Ich rede jetzt von Indikator-Settings, die was als Signalgeber, Trigger oder Volumenberge oder was auch immer, was man sucht, das ändert, man muss da ständig dahinter sein und sich das anschauen. Jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber man sollte vielleicht einmal nach 2 Monaten einmal reinschauen, ob das, was ich eingestellt habe, mir das überhaupt noch gibt, für das ich die Idee gehabt habe. Ja, also das ist meiner Meinung nach sehr wichtig für das Ganze. Hier haben wir noch eine Kleinigkeit. Das ist eben das Bid und Ask pro Kerze. Wir haben uns ja das Delta angeschaut, das ist im Prinzip die Differenz. Wir haben uns das Volumen angeschaut, das ist das Gesamtvolumen. Und hier sehen wir halt pro Kerze, macht in dem Fall jetzt wenig Sinn, wie viel auf der Bid-Seite und wie viel auf die Ask-Seite gehandelt worden ist. Da kann man sich wirklich anschauen, gibt es hier irgendwo Spikes nur in eine Richtung? Ja, das kann interessant sein. Aber grundsätzlich ist es fast überall so, dass wir eben das Delta, das könnte man hier dazu hören, ist eben die Differenz von diesen zwei, dass wir überall hübsch, hübsch groß gleich sind. Ja, man sieht es ja auf den ersten Blick. Da muss man dann schauen, vielleicht in kleineren Zeiteinheiten, wenn man runtergeht auf Sekunden oder Ticks, dass man da noch ein bisschen einen Mehrwert hat aus der ganzen Geschichte. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, Bid-Ask, wenn ich jetzt die Cluster-Statistik von vorhin einblende, mit Bid-Ask habe ich genau diese Zahlen hier nochmal. Das ist einfach nur grafisch dargestellt, das Ganze. Zum Indikator selbst ist es so, da gibt es nicht viel. Ja. Man kann sich die Form einstellen und das war's. Das zeigt einem einfach nur das Verhältnis oder die numerische und grafische Auswertung von wie viel in den Bid und wie viel in den Ask gegangen ist. Gut, das ist ein Indikator, der sehr viel verwendet wird und passt auch wieder dazu, dass wir hier das Smart Tape nebenmit haben laufen. Das ist der Order Flow Indikator. Was sagt uns der? Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter rein in den Chart. Schauen wir mal, was da gerade passiert in dem Moment. Und wir haben hier eine Bid-Ask-Darstellung. Jetzt gehen wir mal kurz digital. So, wir haben hier im Prinzip den Chart. Wir sehen, es wird gerade Volumen reingepumpt. Und was dieser Order-Flow-Indikator macht, der zeigt uns erstens in der Einstellung jetzt da ab einer gewissen Größe große Trades. Die 46, die 35, die 23 und er zeigt uns kleine Ausführungen in kleinen Bubbles. Was macht das? Das soll euch im Prinzip das Tape ersparen und viele arbeiten auch damit und machen das so. Ich bin da halt ein bisschen oldschool. Ich habe das gern eben so mitlaufen im Tape. Es ist im Prinzip ein Tape auf dem Chart projiziert, wo du gewisse Einstellungen noch treffen kannst. Was kannst du hier machen? Du kannst sagen, die Größe kannst du verändern. Du kannst da das grafisch natürlich einstellen, ob das jetzt da im Prinzip Kugeln sind oder Vierecke. Kumulative Trades, du kannst da die separaten Trades, das sind natürlich noch viele mehr. Ja, also wie ihr alle wisst, Atlas hat ja ein Reconstructed Tape. Atlas geht her und durch einen Algorithmus sieht man hier eben die 46. Ja, die schauen auf Ausführungszeiten und so weiter und so fort. Und in Wirklichkeit, wenn man das Tape umstellt auf RAW, dann hat man hier wahrscheinlich 40 Einzelprints. Und Atlas kombiniert euch das zusammen, damit wir überhaupt noch große Marktteilnehmer erwischen können im Tape. Und das ist eben die Option kumulativ und separiert. Das heißt, wenn ich hier im Prinzip, jetzt schaut euch einmal das Tape an, das ist durch den Atlas-Algorithmus vereinfacht und man sieht wieder relativ große Teilnehmer. Wenn ich das gleiche Tape umstelle auf Einzeltrades, die ihr, also das ist der Raw Feed, ja, und ihr seht hier, dass im Prinzip hier Sizes drinnen sind, 1, 2, das Tape läuft, ich sage jetzt nochmal, ungeschaut, 4, 5 Mal so schnell und Tape Reading ist nicht mehr, ja, kannst du vergessen und Mehrwert ist auch nicht mehr. Das heißt, wir schalten den Algorithmus ein, das macht jetzt im Prinzip aus diesem ganzen Sauhaufen, den wir gerade gesehen haben, im Prinzip wieder einigermaßen, oder einigermaßen ist gut, der macht im Prinzip wieder die Ausführungen so, wie sie sind. Ja, diese ganze Umstellung ist ja schon einige Jahre her. Ich habe das einmal in einem Webinar erklärt oder in einem Vortrag auf der WOT. Es hat mit der Umstellung der Börsen zu tun. Ne? Es wird im Prinzip früher, wenn wer 10 Lots gekauft hat, sind hier 10 Lots drinnen gestanden. Wenn heute wer 10 Lots kauft, stehen hier die Einzelausführungen drinnen, die auf der Limitseite verantwortlich waren, diese 10 Lots zu füllen. Das heißt genau andersrum. Und deswegen gibt es jetzt den Algorithmus, den wir haben, der was das wieder rückbaut, wo man wir dann im Prinzip sehen,
die Ausführungen. Ja. Und das Ganze wird im Prinzip hier im Chart dargestellt. Und man kann hier natürlich dann noch, das haben wir noch nicht gemacht, man kann hier noch das Ganze zur Kerze binden, ja, ob man es braucht oder nicht. Offset einstellen, die Filter einstellen. Das heißt, ich möchte hier nur große Bubbles sehen, zum Beispiel ab 50. Dann sehe ich hier im Prinzip kleine Ausführungen, wo mir die Zahl im Prinzip egal ist. Und wenn es dann größer wird, dann sehe ich hier eine Bubble im Prinzip mit einer 50 oder mehr drinnen. In dem Fall eine 50. Und das ist eben dieser Orderflow-Indikator, der bringt euch das Tape im Prinzip direkt auf den Chart, wenn ihr das möchtet. Ja, manche stehen drauf. Gibt es Fragen dazu? So, der Kollege fragt, beim VWAP muss man jedes Mal ganze Linien wegschalten. Es wäre einfacher, wenn man sie braucht, dazu zu schalten. Okay, kann ich jetzt in dem Moment aus dem Stegreif nicht beantworten. Wir probieren es jetzt einfach einmal. Also ein User hat einen Chart und möchte einen VWAP sehen. VWAP. Dann haben wir standardmäßig den VWAP, die Standarderweiterungen und Hintergrundfarbe. Ja, jede von diesen Linien lässt sich ausschalten und wenn man das dann gespeichert hat in seinem Snapshot oder in seinem Template, dann sind sie ausgeschaltet. Also das ist einmal zu machen. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache standardmäßig alles weg, dann habe ich natürlich wahrscheinlich nächste Woche 4 Kunden, die fragen, na super, ich muss das jetzt die ganze Zeit wieder einschalten, wenn ich es brauche. Das ist wahrscheinlich jedes Menschenrecht getan, das ist eine Kunst, die niemand kann. Da sind wir wahrscheinlich ein bisschen in der Zwickmühle. Was machen wir da wirklich? Ja, alles standardmäßig ausschalten oder alles standardmäßig einschalten. Es wird immer wen geben, denn was das nicht passt. Also das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Wir haben so viel Features wie möglich reingepackt in den VWAP. Ja, und da könnte man auch einmal ein eigenes Webinar machen über den VWAP und deren Verwendung. Aber ich denke, dass man da nichts ändern. Ja, also das stellt man einmal in seinem, da geht man her, im Prinzip in den VWAP und blendet alles aus. Die Field Colors kann man ausblenden. Ja, man kann einblenden, was man möchte. Das blendet man einmal aus, die Linien blendet man aus, dann speichert man das und dann hat man im Prinzip seinen VWAP, wie man haben möchte. Ja, also da tun wir uns schwer. Wir sind ja auch am Überlegen, ob wir Templates für Indikatoren einfügen in die ganze Plattform. Das heißt, du hast im Prinzip dann deine Liste von Indikatoren, jetzt sagen wir mal Volumen oder VWAP, und dann hat man im Prinzip die Möglichkeit, verschiedene Templates für diesen Indikator abzuspeichern und dann wieder hervorzuholen. Die Überlegung geht deswegen in diese Richtung, weil eben einige dann auch fragen. Die andere Seite ist, wir möchten Atlas ja trotzdem für euch einfach und übersichtlich halten. Also das ist ein großes Problem, was es bei anderen Plattformen gibt. Das sagen wir jetzt einmal ganz dezent so. Die können extrem viel, nur es ist mittlerweile unmöglich geworden, für den Standardkunden diese Plattformen zu bedienen, weil es einfach zu hoch kompliziert wird. Und wir müssen da wirklich als Plattform müssen wir aufpassen, damit wir viel liefern können, was ihr haben möchtet, aber trotzdem hinten auch muss es einfach für euch bleiben. Ja. Es hilft nicht, wenn ich 3 Jahre lernen muss, wie eine Plattform funktioniert, damit ich sie bedienen kann. Also es soll einfach bleiben und es soll trotzdem alles bieten, was ihr braucht. Und das sind wir halt dahinter bei dem Ganzen. Gehen wir eins weiter. Das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Indikator für die Analyse. Das Ganze nennt sich Big Trades. Was macht Big Trades? Jetzt machen wir da mal Pause an dem Tape. Big Trades geht her und schaut in der Historie im Tape nach, zu welchem Preis, bei welcher Candle, um welche Uhrzeit große Ausführungen in den Markt gedrückt worden sind. Big Trades. Ja. Hier gibt es natürlich einen Autofilter und da haben wir auch die Möglichkeit, diesen Autofilter auszuschalten und jetzt sagen, jetzt sind wir hier am S&P 500. Mich interessieren nur Trades, die größer sind wie 400 Kontrakte zum Beispiel. Ja,
Minimum. Und Maximum lassen wir uns nach oben offen. Die Location kann man sich natürlich auch noch rauspicken, also am Hoch, am Tief, im Body, im Docht, unteren Docht, oberen Docht, am Hoch oder am Tief. Und man kann sich das natürlich zeitmäßig filtrieren auch. Das schauen wir uns dann auch an. Also dieses Ding zeigt dir im Prinzip, können wir das auf, im Chart, wo in der Kerze große, wo wer groß kauft oder verkauft hat. Ist eine ganz eine gute Sache. Ja. Und das ist die ganze visuelle Geschichte, wo man das, wie man es haben möchte, da kann man sich einstellen. Man kann das mit Alarmen versehen. Und wichtig ist ein Zeitfilter zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, am Vormittagshandel sind ja Big Trades andere als wir am Nachmittagshandel. Ja, also eine 400, was wir hier drinnen gehabt haben, jetzt lassen wir mal kurz Daten holen, ja, eine 400, die wir hier drinnen gehabt haben, kann man sich natürlich anschauen. Ja, Big Trades, 762 Lots hier, ja, 1000 und so weiter und so fort. Das ist ja, hier haben wir 14,30, hier fangen dann die Amis an, das ist ja für den Vormittagshandel irrelevant, ne? Richtig? Richtig. Das heißt, wir haben hier kleinere Sizes wie da. Und wenn man jetzt am Vormittag unterwegs ist, muss man sich natürlich einen anderen Filter stellen wie am Nachmittag. Dann tut man sich eben zwei Big Trades rein. Einen für den Vormittag mit einem Time-Filter und einen für den Nachmittag mit einem Time-Filter und dann hat man einen durchgehenden. Ja, die Sizes sind einfach, wir haben einfach weniger Power am Vormittagshandel als wir am Nachmittag. Und deswegen gibt es hier eben diesen Time-Filter. Gleich analog wie zum, bei unseren Volumenprofilen zum Beispiel. Die kann man ja auch auf gewisse Sessions aufbauen und muss man nicht den ganzen Tag aufbauen. Da kann man dann eben sagen, wir möchten das von, was weiß ich, 6 Uhr früh bis 14:30, 15:30 laufen haben und dann nehmen wir. Für das haben wir hier den Filter. Gut. Und jetzt sind wir da, was daher, ich glaube, Philipp gemeint hat. Wir haben hier einen neuen Indikator in Entwicklung. Das nennt sich Adaptive Big Trades. Ich glaube, ihr habt es schon in eurer Beta-Version. Ich bin mir nicht sicher. Und nachdem das Ding noch in Entwicklung ist, gibt es hier keinerlei Einstellungen. Ja, es gibt nur Größe und Farbe. Aber die Idee dahinter ist schon relativ gut ersichtlich. Je nach Zoom-Faktor zeigt mir das Ding automatisch an, wo groß gehandelt worden ist. Wenn ich jetzt reinzoome in das Ganze, in den Chart, je nach Zoom-Faktor sehe ich wieder, wo hier die großen Trades waren. Das heißt, das Ding macht das im Prinzip automatisch für euch. Je nach Zoom-Faktor natürlich. Und wenn ich mir das Ganze, jetzt schalten wir schnell mal um in den Dick-Chart, dann lande die Historie. Ein bisschen. Und dann sieht man wahrscheinlich besser, was ich meine. So, stellen wir das schnell um auf Line Chart, zoomen raus. So. Und dann im Prinzip bei Mouse Over sieht man genauso, wo die Sizes waren. Und wenn ich hier dann reinzoome, dann kommen mir die größeren Trades automatisch adaptiv berechnet. Umso weiter ich reingehe, umso mehr sehe ich große Größen und kleine Größen. Das ist ein Baustein unserer neuen Heatmap, die kommen wird. Ja, es wird hier auch die Möglichkeit geben, das Ganze in Delta anzeigen zu lassen und es wird auch ein Tortendiagramm geben, wo man in einer Kugel eben das Verhältnis von Bid und Ask sehen wird. Das befindet sich gerade in Entwicklung, gleich wie unser neuer DOM-Labels, das heißt unsere Heatmap. Die kriegen eine komplette Überarbeitung. Da wird es einige tolle Sachen geben in Zukunft. Ich hoffe, dass ich in ein, zwei Wochen eine Vorversion kriege davon. Also wir haben schon eine, aber die ist nicht zum Herzeigen, sagen wir es jetzt mal so. Da arbeiten die Kollegen noch dran. Und eigentlich geht man da auf einen Sekundenchart. Dann passt das besser. Und so läuft das Ganze eben. Ja. Und dieser Indikator ist eben, da gibt es, ich habe eine Supportanfrage gekriegt, ja, ich hätte gerne eine Berechnungsformel und wie ich den anwende. Das Ding ist eben noch nicht fertig. Es ist in der Alpha und ich glaube in der Beta auch. Aber wir haben da sehr viel Feedback gekriegt, da ist noch sehr viel zum Umschreiben und zu machen bei diesem Indikator. Aber er wird toll, ja. Er wird auf jeden Fall toll. Gibt es noch Fragen dazu?
Gut. Der Michael schreibt, nach dem Update ist immer wieder alles eingeblendet am VWeb. Bitte mir per Support schreiben. Sollte eigentlich nicht sein. Außer du wechselst vielleicht zwischen den Updates, zwischen den Versionen hin und her. Das kann auch sein. Ja, das muss man anschauen. Ah, Philipp schreibt mir, das ist bereits in der Beta. Siehst, dann ist es schon in der Beta. Aber wie gesagt, das Ding ist noch im Aufbau und das wird ein sehr gutes Feature werden. Ja, das wird richtig gut. Gehen wir weiter im Programm. Wir haben hier einen Indikator, was ja eigentlich mehr ein Modul ist. Das ganze Ding nennt sich Scalping Dome. Vor allem, ich sage es jetzt einmal so, diesen Indikator haben wir eher mehr den Indern und den Russen und den Ukrainern zu verdanken. Die handeln so. Ja, ich habe das selber nicht gewusst. Die haben so ein Modul direkt am Chart und die handeln so. Und was dieser Scalping Dome macht, ist im Prinzip, er sollte vereinfachen und ersetzen den Smart Dome. Also ich mag ja eher den klassischen Smart Dome. Und der Scalping Dome sitzt direkt am Dome. Den kannst du hier auch noch einstellen. Da hat man hier drin seine abgespeckte Version vom Orderflow-Indikator. Man hat hier im Prinzip die Markttiefe und man kann hier direkt sofort, wenn man mit der Maus drüber fährt, kann man Orders absetzen und handeln und so weiter und so fort. Was wir hier auch machen können, das ist schon nicht schlecht, das Ding. Man kann hier im Prinzip einstellen, diese Filterung kann man setzen. Ja, man kann einen Filter setzen, so wie wir es wie beim Death of Market gehabt haben, wo man sagen, okay, ich möchte bitte alles, was mehr wie 200 ist. Aber jetzt haben wir am falschen Markt, jetzt haben wir alles, was mehr wie 20 ist. Mach mir bitte gelb. Ja, dann habe ich hier auch wieder die Markttiefe sofort in der richtigen Farbe und sehe, wo was los ist. Was man natürlich machen kann, ich kann mir hier über die komplette Markttiefe, kann ich mir hier im Prinzip eine Heatmap legen. Ja, analog das, was wir drinnen haben, im Dome Levels und so weiter und so fort. Und dann könnte man, das können wir kurz mal zusammen machen. Gehen wir dazu jetzt einmal auf den S&P 500. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal kurz. Wir gehen auf den Sekundenchart. Wir gehen auf den Linienchart und basteln uns jetzt schnell was. Ja, also ich brauche diese Sektion gar nicht. Ja, brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier die Markttiefe und hier könnte man im Endeffekt dann den Dome Levels dazu tun mit der gleichen Heatmap. Man könnte sich dann in dem Falle im Prinzip, das ist jetzt nur ein Vorschlag meinerseits, ja, man könnte sich hier im Prinzip die Preisachse ausblenden, wenn ich sie finden würde. Hide Price Axis. Ja, also ihr seht schon, wo die Reise hingehen soll. Man kann sich dann natürlich ein hübsches Template machen mit den Farben und so weiter und so fort. Man dann noch sagt, wir möchten den Hintergrund jetzt nicht weiß haben, wir möchten den schwarz haben, wir möchten die Linien weg haben und wir möchten im Dome Levels das nicht vollflächig haben, das gefällt mir gar nicht. Wir möchten das hier proportional haben, das Ganze. Ihr seht schon, wo die Reise hingeht, oder? Man kann sich eben diese Filter im Dome Levels dann hier auch setzen, dann habe ich hier die totale Überwachung im Prinzip, was hier passiert und habe dann im Prinzip eine Heatmap. Ja, die kann man sich natürlich mit den ganzen Indikatoren dieses Indikators aus zusammenbauen. Ja. Also hier sind im Prinzip nicht wirklich Grenzen gesetzt. Ne? Und wenn man dann hier noch den Adaptiven dazu tut, dann kommen wir der Sache schon im Prinzip sehr nahe. Ja? Dann wissen wir eigentlich, wo wir hin möchten und was wir besonders gut machen möchten in Zukunft. Dass ihr das mal gesehen habt. Also dann hat man jetzt innerhalb ein paar Klicks mit ein paar Indikatoren hat man sich eine super Heatmap baut, die im Prinzip alles kann. Ja? Also ich habe hier alle Informationen und so weiter und so fort. Und was wir halt einen großen Vorteil haben hier, ich kann jede Art von Indikator hier im Prinzip dazu tun. Ja. Ich kann jetzt sagen, keine Ahnung, ich mache den simplen Volumenindikator dazu. Ja, ich bin flexibel. Ja. Ich kann hier machen, was ich möchte. Ich kann eine Kombination von verschiedenen Tools machen. Und das ist halt woanders schwer möglich. Ja. Sehen wir auch hier sofort. Ja. Was los ist, ob diese weggezogen werden, ob diese weggekauft werden und so weiter und so fort. Weggezogen worden, nach oben verschoben worden, sehen wir jetzt auch schön, ja, dass hier die also ein Tick weiter nach oben gegangen ist.
und so weiter und so fort. Also das ist eben die Heatmap, die was wir eben gerade im Moment, jetzt ist dieser Level weggekauft worden, ja, man sieht das sehr schön. 220, 279 waren da weggekauft mit 220 und das Leiden des anderen ist Rauschen. Ja. Also ist nicht von diesem einen, von dieser einen Order. Und das ist ja optimal. Und an dem arbeiten wir gerade, dass wir eben diese Heatmap, jetzt haben wir wie einen Sekundenchart, das heißt, alle Sekunden springt das weiter. Wir gehen hier runter auf 100 Millisekunden. Das heißt, ihr habt dann eine smooth Bewegung und das Ganze wird dann richtig toll. Ja. An dem arbeiten wir gerade. Gut. Den VWAP auf Hide stellen, sonst speichert es nicht ab. Bitte mir per Support schreiben. Schaue ich mir an. Okay, der ist in der Beta, dieser Adaptive. Gibt es noch Fragen? Weil ansonsten bin ich relativ zügig fertig heute. Ja, auf den Punkt. Danke, Dieter. Waren aber auch sehr viele Informationen, also wirklich spannend, was mit Atlas alles machbar ist. Und das war, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, das war ja echt auch nur ein Bruchteil. Und ich glaube, da werden auch einige das Webinar nacharbeiten müssen. Ja, das ist bei meinen Webinaren meistens so der Fall. Ich habe schon das Feedback bekommen, dass die Leute das recht gern schauen, aber dass halt sehr viel Input in kurzer Zeit ist. Ich versuche halt, einen Mehrwert zu bringen und euch einfach so viele Informationen reinzupacken, wie geht. Und ich versuche auch, das verständlich rüberzubringen. Ich bin halt nicht der beste Speaker, aber ich bin bemüht. Ja, ja, also wenn keine Fragen mehr auftauchen, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ja, super. Also das machst du gut. Bitte nichts daran ändern. Ich glaube, das Feedback gibt dir auch recht. Und von daher danke dir für das Webinar. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Und vielen Dank an alle, die dabei waren. Wünsche natürlich ebenfalls noch einen schönen Abend. Wenn Sie heute noch traden, viel Erfolg, beziehungsweise auch für die Woche viel Erfolg. Passen Sie auf viele Positionen auf und dann gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.